morgens, 7 Uhr, es ist noch dunkel. Wir haben so super Stirnlampen hier an hier. Juhu! Boah, und dann ihr folgt, ne? Du darfst auch folgen, Ulrike. Okay. Alles klar. Fußgelenksarbeit. Und auf geht's. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, jetzt machen wir hier die Fußgelenksarbeit. Schau mal genau hin. Nur aus den Fußgelenken heraus, über den Vorfuß, passiv nach oben. Okay. Ich versuch das mal. Ja, versuch das mal. Okay, wieder. Etwas mehr an und bleiben schön auf dem Vorfuß. Die Knie. Ja, ein bisschen anheben die Füße, ne? Leute, das ist echt anstrengend. Ja. Tita hat keine Gnade mit uns. Nein, das geht ja auch hier schön langsam berg hoch. Ne? Genau. Bleibt schön aufrecht. Weißt du, jetzt sollen wir die Knie noch höher machen. Meine Güte. Ich pfeif schon aus dem letzten Loch. Aber guck dir das mal an hier. Ja, aber wie cool ist das denn hier? Das ist Vicky und jetzt kommt hier Olga. Traben! Traben ist wesentlich einfacher. Einfacher! So, locker an Fersen. Oh, was machen wir jetzt? Ah, hier. Leg Curl oder so. Handgurtbrötchen. Sag mal, Olga, wie häufig trainierst du so in der Woche? Fünfmal. Ja? Wow! 80% Ausdauer, 20% Kraft. Die nächste Einheit ist Kraft bei mir. Alles klar. Super. Und wie viel läufst du immer so? Kilometer? Ja. Das hängt natürlich davon ab, was du für Ziele hast. Ja. Für meinen Bedarf, ich laufe 400, 800, 1500 Meter, komme ich so auf die 50, 60 Kilometer die Woche. Wenn du dann auf Halbmarathon dich vorbereiten möchtest, dann bist du bei 90, 100. Oi, oi, oi. Ja. Wahnsinn. Traumhafte, schöne, landschaftlich wunderbare Kilometer. Ja, und du bist ja sowieso, ich glaube, das ist deine Berufung, ne, zu laufen. Ja. Großartig. Du siehst ja auch fantastisch aus. Also wirklich, super. Mach mit. Ratet mal, wie viele Kinder diese tolle junge Frau hat. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Genau, vier Stück hat sie. Hammer. Juhu. Jetzt müssen wir Happelmann machen. Dehnen ist wichtig. Was ist daran so wichtig? Wieso macht man das? Dann beugst du die Verletzungen vor in der ersten Linie. Machst die Muskulatur warm. Machen jetzt auch schnellere Einheiten. Da kannst du nicht gleich loslegen. Alles klar. Ein bisschen also die das war Gelenke jetzt warm halten, mobilisieren, kreisen. Schultergürtel nicht vergessen, der oft vernachlässigt wird. Ja, weil eigentlich denkt man ja, Laufen hat was mit Beinen zu tun, aber man macht auch ganz viel für den Oberkörper, ne? Ja, klar, deine Beine tragen dich sowieso den ganzen Tag über den Gang verteilt, ne? Und der Rest, der muss auch mitkommen. Ja.